Hallo und herzlich hier willkommen bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute reden wir über das wahrscheinlich wichtigste Thema dieser Woche, nämlich über den Brexit. Morgen am Dienstag ist es also soweit, die Engländer bzw. das englische Parlament entscheidet, ob es zum Brexit kommt oder auch nicht. Und jetzt haben wir ja alle ein Konto, oder die meisten von euch jedenfalls haben ja ein Konto bei einem English Broker. Wie geht es da eigentlich weiter? Wir reden mal drüber. Der eine oder andere wird sich jetzt schon fragen, wieso bei einem englischen Broker? Ich habe doch ein Konto bei Interactive Brokers oder von mir aus auch bei Links Broker oder bei CapTrader oder bei Agora oder bei Banks. Aber letztendlich sind das ja alles nur, was heißt nur, das sind Introducing Broker für Interactive. Und Interactive Brokers ist doch eine amerikanische Gesellschaft. Und das stimmt. Also Interactive Brokers ist ein Broker aus den Vereinigten Staaten. Wenn du allerdings mal genau hinschaust, dann hast du kein Konto bei Interactive Brokers Amerika, sondern du hast ein Konto bei Interactive Brokers UK, also England. Warum ist das so? Vor einigen Jahren sind alle Konten, die früher in den USA waren, auf diese UK-Konten umgestellt worden. Am Anfang hieß es, naja, wer in den europäischen Märkten handeln möchte, der muss auf UK umstellen. Also ich selbst habe auch noch Konten gehabt, die direkt in Amerika waren. Und im Laufe der Zeit hat man dann aber alle Konten umgestellt. Und der Grund ist ganz einfach der, dass wenn ein Broker eine Niederlassung in Europa betreiben möchte und ganz aktiv auch hier um Kunden werben möchte, dann muss er eben in einem regulierten Umfeld tätig sein. Das heißt also, du darfst das in Amerika natürlich machen. Du darfst auch als amerikanischer Broker deutsche Kunden beispielsweise annehmen. Aber wenn du hier in Europa Werbung machen willst, dann brauchst du eine Niederlassung auch in Europa, die den aufsichtsrechtlichen Kontrollgremien unterliegt. So, und Interactive Brokers hat sich eben damals dafür entschieden, okay, wo gehen wir da hin? Und haben gesagt, okay, dann gehen wir eben nach Großbritannien und eröffnen in Großbritannien quasi eine europäische Niederlassung. Und in Europa gilt ja dieses Prinzip, wenn ein Finanzdienstleistungsinstitut, also eine Bank oder ein Broker oder wer auch immer, in einem Land der EU zugelassen ist, dann gilt automatisch gleich auch, dass er in allen anderen Ländern mit zugelassen ist. Das heißt, er muss sich dort nicht nochmal extra registrieren lassen. Und da geht man natürlich dahin, wo es am professionellsten ist. Das heißt also beispielsweise, deswegen sitzen ganz, ganz viele Anbieter von Kapitalanlagen, also zum Beispiel jetzt Fondsgesellschaften, die machen das über Luxemburg, weil das nun mal wesentlich einfacher ist, als das Ganze in Deutschland zu machen. Und sehr viele Broker haben eben damals den Weg gewählt und sind nach Großbritannien gegangen. So, morgen am Dienstag ist es also soweit, es kommt zu einer Abstimmung im britischen Parlament über den Brexit. Und wie geht das Ganze aus? Naja, das kann heute natürlich noch niemand mit wirklicher Sicherheit sagen. Es gibt ganz, ganz viele, die sagen, naja, es wird schon irgendein Deal kommen, weil man wird wohl nicht No Deal sagen und dann diesen Hard Brexit fahren. Aber letztendlich, niemand weiß das und es kann tatsächlich zu diesem Hard Brexit kommen. Und dann ist das natürlich noch nicht gleich morgen, so, dass dass Großbritannien aus der EU raus ist. Aber dann wäre dieser Weg zumindest denkbar, dass also tatsächlich Großbritannien aus der Europäischen Union austritt. So, was passiert jetzt mit unserem Broker? Fakt ist, wenn Interactive Brokers, und es betrifft sicherlich viele, viele andere Broker auch, wenn die weiterhin in, ich nenne es jetzt mal Festland-Europa, Geschäft machen wollen, dann können sie das zwar auch mit einem Sitz in Großbritannien, also da gibt es erstmal überhaupt kein Problem, aber wenn sie aktiv hier Werbung machen wollen, dann geht das nicht mehr. Das heißt, dann müssten sie sich irgendwo hier im Festland registrieren lassen. Und jetzt haben wir mal unsere Antennen ein bisschen ausgefahren, haben mal mit dem gesprochen, mit dem gesprochen, mit dem gesprochen. Und natürlich gibt es noch kein offizielles Statement, weder von Interactive Brokers noch von Links oder von CapTrader. Aber was wir wissen ist, dass es in der Schublade Pläne gibt, dass also wenn es zu diesem No-Deal in England, in Großbritannien kommen würde und tatsächlich Großbritannien aus der Europäischen Union austreten würde, dass die Wahrscheinlichkeit extrem groß ist, dass Interactive Brokers eine zusätzliche richtige
Niederlassung hier auf, im Festland Europa eröffnet. Es gibt ja jetzt bereits in der Schweiz eine Niederlassung. Schweiz, EU, okay, ne? Die funktioniert also dann nicht. Das heißt, man könnte zwar von da weiterhin wie jetzt auch Kunden betreuen, aber man darf auch eben von da aus keine Werbung machen. Und deswegen ist es also sehr wahrscheinlich, dass Interactive Brokers dann hier irgendwo auf dem Festland, also vielleicht in Frankreich oder vielleicht auch in Frankfurt, also Deutschland, wo auch immer, eine Niederlassung eröffnen wird, damit die ganzen Kunden, die eben jetzt ein Konto haben bei Interactive Brokers UK, dann ein Konto bekommen bei, von mir aus, Interactive Brokers Deutschland oder wer weiß, in was für ein anderes Land dann geht. Es gibt ja auch eine große, man könnte ja auch nach Holland beispielsweise gehen, wo auch immer, ne? Das wissen wir nicht, das ist jetzt reine, das wäre reine Spekulation und das wollen wir natürlich jetzt nicht tun an dieser Stelle. So, hätte das für uns Auswirkungen? Naja, ich glaube, vom alltäglichen Umgang hätte es überhaupt keine Auswirkungen, weil schon damals, als die Konten von IB USA auf IB UK gegangen sind, hat man das im Alltag überhaupt nicht gemerkt. Es gab irgendwann mal einen Stichtag, wo alle neu eröffneten Kunden automatisch zu IB UK gegangen sind und alle anderen mussten damals, glaube ich, ein Formular unterschreiben. Das ging sogar online, wenn ich mich so recht entsinne. Und dann ist das Konto einfach umgeswitcht worden. Und ich glaube, das wird auch diesmal, also glauben heißt nicht wissen, ne, ganz klar, aber wenn, dann wird es auch diesmal wieder der Fall sein. Über was man sich natürlich jetzt unterhalten könnte, wäre, wie ist dann das Konto abgesichert? Momentan ist es ja so, und ich bin eigentlich ganz froh auch darüber, dass mein Geld auch außerhalb der EU liegt, weil bislang ist es so, dass wir im Grunde genommen vor allen Dingen zwei Dinge haben, die sehr für Interactive Brokers beziehungsweise, das ist jetzt egal, wo du dein Konto hast, also auch bei einem der Dienstleister, also sehr, sehr gut abgesichert. Das liegt zum einen mal daran, dass IB ein über Jahrzehnte gewachsenes Finanzdienstleistungsinstitut ist, was allein, ich glaube, über 4 Milliarden Dollar Eigenkapital hat. Ne, das ist schon mal was. Zum Zweiten, was mir sehr gefällt an IB, es wird von manchen kritisiert, ich bin ein großer Anhänger davon, IB ist extrem konservativ. Das bedeutet, ihr habt selber schon gemerkt, wenn ihr beispielsweise Volatilitätsprodukte handelt, dass die Margin hier oftmals höher ist als bei anderen Brokern. Ne? Viele sehen das als Nachteil, ich sehe das als Vorteil, weil eine hohe Margin schützt in erster Linie den Kunden und in zweiter Linie schützt es alle anderen Kunden, damit eben nicht sowas passiert wie beispielsweise damals mit dem Broker Alpari, als der Frankenschock 15. Januar 2015, wer sich noch erinnert, passiert und Alpari dann, weil viele Kunden einfach da Geld verloren haben. Alpari musste in erster Instanz dieses Geld erstmal an die Kontrahenten ausbezahlen und war dann einfach nicht mehr liquide und musste eben dann Insolvenz anmelden, selbst wenn sie vielleicht das Geld später von Kunden noch bekommen hätten. So, also das heißt, wir haben auf der einen Seite die Stabilität von Interactive Brokers, ne? Das ist übrigens jetzt ja keine bezahlte Werbung, ich sage euch nur, wo ich meine Konten habe. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass die Konten ja nochmal über ein Konstrukt in England selbst versichert sind. Also IB hat seine Konten bei verschiedenen Versicherern, unter anderem bei Lloyd's of London versichert, sodass jedes einzelne Konto bis 30 Millionen US-Dollar versichert ist. Bargeld ist, glaube ich, bis zu, wenn ich es recht in Erinnerung habe, 900.000 Pfund versichert. Und das dürfte also für die meisten vollkommen ausreichend sein, um ihre Konten abgedeckt zu wissen. Bei solchen Versicherungen ist es immer so, klar, auch in Deutschland sind Konten, ich glaube, bis 26 Millionen versichert, machen wir uns nichts vor, wenn einer der großen Banken, jetzt die Deutsche oder irgendeine, über die Wupper gehen würde, dann wäre dieses Geld auch nicht da, das heißt, dann müsste der Staat einspringen. Ob er das dann im Falle eines Brokers macht, das weiß ich natürlich nicht, aber ich möchte hier auch keine Panik schüren, weil ein Broker ist natürlich viel, viel weniger systematisch gefährdet, als es beispielsweise eine Bank. Man hat das ja gesehen, dass zum Beispiel in der letzten Finanzkrise sehr, sehr viele Banken Insolvenz anmelden mussten, gerade in den USA, wo man ja viele Banken nicht gerettet hat, gerade die kleineren, die hat man dann auch einfach bankrott gehen lassen. Aber wie viele Broker sind denn da pleite gegangen? Ne? Das waren meines Wissens nach genau zwei Stück und die sind durch Betrug pleite gegangen und nicht, weil ihnen irgendwie durch die Finanzkrise das Geld ausgegangen ist. So.
Und was passiert jetzt, wenn wir also beispielsweise haben dann einen Wechsel der Niederlassung oder eine zusätzliche Niederlassung in Europa? Wie wird es dann sein? Und das ist momentan reine Theorie oder man überlegt sich da jetzt irgendwas und sagt was, aber niemand weiß das ja. Ne? Niemand weiß das. Wir wissen, es gibt Einlagensicherungen, es gibt Sondervermögen. Also wenn du beispielsweise Aktien auf deinem Konto hast, dann kann der Broker die nicht verzocken, weil sie auch gar nicht beim Broker liegen, sondern weil sie ja in einer Clearingstelle und einer Lagerstelle aufbewahrt werden. Ne? Also das heißt, ich persönlich mache mir aktuell keine allzu großen Gedanken, was in Zukunft mit meinem Broker passieren wird. Natürlich ist das als Händler und auch jemand, der professionell an das Thema Geldanlage herangeht, immer ein wichtiges Thema, dass man sich seine Partner anschaut. Und unser Broker ist immer ein Partner. Ne? Es ist jetzt, wir sind jetzt nicht mit dem auf ewig und immer verheiratet. Das heißt, wir müssen jetzt auch nicht mit dem alles mitmachen. Nichtsdestotrotz ist ein Broker wichtig, weil ohne den kommen wir nicht an die Börse. Wir könnten keine Orders abschicken. Deswegen schaut da schon ein bisschen genau hin. Lasst euch da jetzt aber auch nicht verrückt machen. Ne? Ich könnte mir also gut vorstellen, dass unter anderem jetzt einige Broker, die von vornherein, weil sie vielleicht aus Deutschland kommen, ihren Sitz in Deutschland haben, dass die dann, sollte es zu diesem No Deal kommen und es wirklich diesen Hard Brexit geben. Wenn das jetzt passiert, dann werden einige Broker ganz aggressiv in die Werbung gehen und sagen, hey, dein Geld ist doch nicht mehr sicher. Ne? Wenn du bei einem Broker in England bist, dann dein Geld ist jetzt weg, du kommst nicht mehr ran. Ne? Das ist alles, und da sei mir dieses englische Wort erlaubt, Bullshit. Ne? Glaubt das also nicht, wartet da mal ganz entspannt ab. Macht es da so wie die Engländer, lieber mal ganz entspannt einen Tee trinken und abwarten, was da kommt. Ich bin mir relativ sicher, ich bin eigentlich überzeugt davon, wir müssen uns da keine Gedanken um die Sicherheit unseres Geldes bei den Brokern machen. Ich glaube, es wird wesentlich mehr Geld verloren durch schlechtes Trading, durch schlechte Trading-Entscheidungen, durch schlechte Handelsentscheidungen, als durch die Unsicherheit der Broker. Morgen wissen wir alle mehr. Wir werden sehen, was rauskommt. Ich bin mega gespannt. Das ist eigentlich schon das erste spannende Ereignis in diesem Jahr. Und schauen wir mal, was da also morgen passiert. Wird es ein paar Märkte geben, je nachdem, wie es ausgeht, die da wahrscheinlich ganz schön Feuer bekommen werden in die eine oder andere Richtung. Ne? Also der schaut morgen mal auf den britischen Aktienmarkt, den FTSE 100. Schaut mal morgen auf das britische Pfund. Da wird sicherlich einiges passieren. In diesem Sinne, es bleibt spannend, es bleibt interessant und das ist doch das, was auch die Börse so toll macht. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euch eine erfolgreiche Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.